mag mich noch gut daran erinnern, wie es war, wo im Sommer 2005, ich glaube, da bin ich etwa 15 gewesen. Also ich habe die Rechnung nicht gemacht, aber ich bin 15 gewesen. Ich war 15 gewesen und ich bin in ein Sommercamp gegangen. Es ist noch PIVO, Pionierwoche, für die, die es kennen. Es war so ein christliches Camp gewesen und ich bin eigentlich verdunnert worden, um dort hinzugehen. Weil ich bin mitten in der Pubertät gewesen. Und wenn man mitten in der Pubertät ist, dann läuft das Leben einfach nicht rund. Und man tut Grenzen testen. Ich habe die auch grosszügig überschritten, grosszügig in allem. Und dementsprechend ist mein Leben auch ein Mess. Es war ein Mess gewesen. Und da ich ja von klein auf in der Kirche aufgewachsen bin, hat es eine schuldige Person gegeben. Zweifellos war das Gott gewesen. Zweifellos war er daran schuld gewesen, dass es mir nicht gut gegangen ist. Und ich bin eigentlich mit dieser Wut im Bauch bin ich in das Lager mehr gegangen. Weil es war immer noch besser gewesen, als zu Hause mit den Eltern rumhocken. Und ich war dort gewesen und meine Kleingruppenleiterin hat angefangen zu erzählen von dem Jesus und was der Jesus an dem Kreuz gemacht hat. Und sie hat mir eigentlich das erklärt, was ich in der letzten Predigt gebracht habe, dass Jesus gekommen ist und uns liebt, obwohl wir nichts von ihm wissen wollen, obwohl wir nicht an ihn interessiert sind. Und so langsam sind meine Augen aufgegangen und ich habe gemerkt, hey, warte, schnell. Ich glaube, mit Gott und seine Liebe zu uns, da ist wirklich mehr dran. Und je mehr sie erzählt hat, desto mehr habe ich angefangen zu verstehen, dass der Schlamassel, wo ich drin bin, nicht Gottes Strafe an mir ist, sondern eigentlich die logische Konsequenz von meinen Entscheidungen gewesen ist. Und ich habe plötzlich angefangen zu sehen, wie er mich durch jeden Schritt durchgeliebt hat, weil er geduldig ist, weil er freundlich gewesen ist. Und dann habe mich Kleingruppenleitung gefragt, ja, und was machst du mit dem? Bist du bereit, zu Jesus zu kommen? Und ich bin dem mit 15 bereit gewesen. Und ich bin mit all dem Schlamassel zu ihm gegangen, weil ich habe gewusst, ich kann mich nicht selber rausretten, ich kann meine Beziehungen nicht selber wieder gut machen. Und ich bin gekommen zu ihm und ich habe ihm gesagt, hey, es tut mir leid, hilf mir. Rett mich da raus. Erlöse mich. Hilf mir. Es tut mir leid. Und ich möchte das Leben mit dir gehen. Und ich kann euch sagen, wenn ich weiss es jetzt, was ich noch euch erzähle, ich kann euch sagen, es hat sich wie eine Last von meinen Schultern gefallen. Und es ist eine Freude und ein Frieden und eine Zuversicht und eine Hoffnung in mein Herz hineingekommen, die ich vorher nicht gehabt habe. Und ich habe gewusst, Jesus hat etwas verändert in mir. Und ich weiss noch, wenn ich dort auf dieser Wiese war und mir die Freudentränen runtergelaufen sind. Und ich habe einfach gedacht, wow. Und ich habe mich so richtig in den Jesus verliebt. Und nach 15 Jahren ist es immer noch so. Sogar noch stärker. Weil, als ich Ja zu Jesus gesagt habe, erklärt die Bibel, dann passiert Folgendes, 2. Korinther 5, 17. Er sagt, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und das ist das, was ich tief in mir innen gespürt habe. Ich habe gewusst, ich bin von innen gegen aussen verändert worden. Die Bibel redet auch davon, dass wir ein steiniges Herz haben und Gott uns ein fleischliches, ein weiches Herz gibt. Etwas, wo er den Wunsch in uns innen wirkt, um mehr zu werden wie er. Und ich habe das gemerkt, ich habe das gespürt und es treibt mich durch in all diesen 15 Jahren. Und vielleicht hockst du da und du hast auch mal so ein Erlebnis gehabt und du kannst genau sagen, wie sich das noch angefühlt hat. Oder vielleicht hast du nicht so ein Erlebnis gehabt, aber du hast die Hoffnung und die Sicherheit und die Zielversucht mit Jesus schon erlebt und gehabt, weil du von klein auf mit ihm aufgewachsen bist. Oder vielleicht sehnst du dich nach dem und du weißt einfach nicht, wie. Und in diesen 15 Jahren muss ich sagen, bin ich vom rebellischen Teenie Girl doch ein bisschen mehr, sagen wir dem? Gesättelt? Nein. Aber doch ein bisschen, ich habe mich verändert. Und zwar zum Guten. Und
Vieles ist aus dieser Frucht rausgekommen, aus dieser Nähe zu Jesus. Und vielleicht merkst du die Veränderung bei dir innen an, oder vielleicht merkst du es selber nicht, aber die Leute um dich herum. Und doch gibt es aber Momente, wo, wenn ich mein Herz prüfe und genau heranschaue, dann merke ich, ich schwebe leider noch nicht so über der Erde und ich habe noch kein Halo und can you see my Halo, Halo? Und gewisse sehen ihn und viele sehen ihn eben nicht und ich sehe ihn oft auch nicht, mein heiliger Schirm, das ist der Halo. Und ich merke, es gibt immer noch Sachen, die ich mit mir herumtrage, wo nicht so gut sind. Und ein kleines Beispiel ist zum Beispiel da, gut versteckt, damit ihr es nicht seht. Das ist so, würde ich sagen, ein kleiner Schwachpunkt von mir. Und vielleicht die im Detailhandel arbeiten, die wissen ein bisschen, von was ich rede, oder? Du bist den ganzen Tag mit Menschen unterwegs, gewisse sind nett, gewisse sind gar nicht nett, gewisse sind anstrengend, gewisse sind gar nicht anstrengend. Und du bist immer freundlich, du bist immer am Lachen, du bist immer nett und so, aber eigentlich, gewisse gehen dir einfach ein bisschen auf den Sack, also, sie nerven dich, oder? Aber du reissest dich zusammen, weil du musst ja professionell sein und so. Und nachher gehst du heim und dein Freund oder deine Mutter oder dein Mann, deine Frau, sie sagen eine kleine Bemerkung und du explodierst. Also ich explodiere dann manchmal. Ich snappe so richtig. Und dann gibt es ein Fortgefecht wegen dem anderen. Und ich denke, warum kann ich mit wildfremden Menschen voll gut umgehen, aber mit denen, die mir am nächsten sind, die verletze ich ständig, ich enttäusche sie. Warum ist das eigentlich so? Und ich trage das schon ein bisschen mit mir um und ich bin eigentlich, es ist nicht offensichtlich, ich meine, es passiert nur manchmal, nur wirklich unter Drucksituationen, also wirklich unter Pressure, aber sonst ja nicht, oder? Und ich kann ja immer noch mit dem funktionieren und ich kann ja immer noch mit dem mich frei bewegen und mich und gut funktionieren. Es stört ja niemand, es sieht ja auch niemand. Die Mehrheit sieht das nicht. Aber vielleicht hat es da etwas, wo etwas tiefer geht. Wo wie vielleicht die Wurzeln, je nachdem, vielleicht in einem tiefen Minderwert hat. Und wenn dann jemand eine Bemerkung ablässt, beim Pausenraum oder beim Arbeiten, wo mich wie verletzt, dann trifft das einen Schwachpunkt von mir. Und anstatt die Verletzung können loszulassen, behalte ich sie. Und irgendwie fange ich sie an zu nähren. Und irgendwie wird sie ein bisschen grösser. Und irgendwie entwickelt sich dann nachher der Minderwert ins Bedürfnis, mich über andere müssen herstellen und mich besser darstellen. Und dann passiert es, dass du einfach am Gossipen bist, weil ich bin richtig und die anderen sind falsch. Kennt ihr das? Aus etwas, wo eigentlich eine Verletzung ist, wo drinnen ist, wird plötzlich etwas Grösseres. Oder dann kommt etwas, wo mich im Bauch trifft. Ich bin stolz verletzt. Ich bin stolz verletzt. Und deren tun ich es dann aber richtig zeigen. Und man kann das am besten zeigt man es, indem man einfach Silent Treatment macht. Die Person gibt es nicht, man sieht sie nicht, man hört sie nicht, sie ist irrelevant. Das finde ich fast noch schlimmer, als wenn einer mal etwas hauen würde, oder? Weil das gibt es zum Beispiel auch. Du hast nicht gelernt, wie du kannst mit Wörtern Sachen lösen und dann pam, 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 gibt es einen Punch, oder? Und eigentlich ist ja nicht so schlimm, es passiert ja nur ab und zu, oder? Und man trägt das mit sich um und man kann ja immer sich noch frei bewegen. Und das Leben ist ja immer noch machbar und ich kann ja immer noch zum Beispiel duschen und Deo herentun oder so. Oder dann kommt etwas anderes. Herren, wo ich einfach Stress habe und ich denke, ich brauche einfach eine gute Lösung. Ich muss runterfahren. Und zum Runterfahren gibt es 1000 gute Sachen. Wo aber, wenn man sie häufig macht, sich auch in einer negativen Coping-Strategie verwandeln. Sagt das
Ihr könnt es selber nennen, es gibt ganz verschiedene Arten von Sucht, die wir eigentlich brauchen, um ein Problem zu überdecken. Und dann fängt es an, um ein eigenes Problem zu werden. Und dann gibt es Momente, wie zum Beispiel am Freitagabend in einem Gottesdienst oder in einer stillen Zeit, wo ich plötzlich realisiere, ja, die Hände sind ein bisschen voll. Das Problem kann man nicht mehr so gut verstecken. Ich kann sie nicht mehr so gut flicken. Und dann sehen wir das Kreuz. Und ich stelle fest bei mir, dass ich oft zwei Optionen wähle. Und von diesen zwei Optionen erkennst du dich vielleicht auch drinnen, gerade wenn du mit Jesus unterwegs bist. Die eine ist, oh, Steph, ich habe es schon wieder nicht auf die Reihe gekriegt. Ich habe schon wieder Jesus enttäuscht. Und ich habe schon wieder, bin ich dieser Sucht verfallen, schon wieder bin ich drin gefallen. Und zu Jesus gehen, und die Schamgefühle führen dazu, dass ich mich eigentlich am liebsten vor ihm möchte verstecken. Eigentlich möchte ich am liebsten da hinten irgendwo sein, oder? Anstatt das Kreuz zu schauen. Und das zeigt sich indem ich zum Beispiel weniger anfange, Bibel zu lesen oder warum muss ich in die Church gehen? Das sind ja eh alles nur Scheinheilige. Und warum noch reden mit Gott? Kennt ihr das? Dass du dich wie willst verstecken, weil du versuchst, das irgendwie selber zu lösen? Das ist eine Option. Ich kenne das leider nur zu gut. Und dann gibt es eine andere Option, die ich manchmal auch habe. Und zwar ist die, ich sage, ich gehe zu Jesus und sage, hey, Buddy, hey, look, ja, ist mühsam, gell? Ich würde auch nicht gerne ausrasten. Ja, danke, he? Hast du zugelassen. Tschüss! Und ich nehme das Ganze einfach wieder mit mir mit. Ohne, dass ich es zulasse, dass Jesus als mein Herr könnte anfangen, reinreden und könnte das ein bisschen anschauen und sagen, okay, Steph, von wo kommt denn mit der Wert? Von wo, wie können wir das angehen? Was sagt mein Wort zu dir? Ohne das handeln. Seht ihr, was ich meine? Entweder sich verstecken oder sich zurechtreden und sagen, ja, es gehört halt zu mir, ich bin halt so, wie ich bin. Muss mich ja nicht verändern. Gott liebt mich ja sowieso. Okay? Und ich habe ein bisschen in der Bibel nachgeschaut und ich habe gemerkt, es geht eigentlich auch den grossen Männern vom Glauben so. Nämlich lesen wir im Römer 7, wie der Paulus sagt, ich begreife mich selbst nicht. Denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist. Das will ich auch. Ich möchte meinen Mann nicht zusammenschissen. Und tue es doch, der arme Mann. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich stand da, ich will mir selber helfen, aber ich kann nicht. Und als ich den Text gelesen habe, habe ich auch ein bisschen Trost darin gefunden. Weil ich gemerkt habe, hey, die Bibel, sie hat nicht irgendwie eine romantische Sicht von dir und mir, sondern sie weiss, wie die Realität ist. Sie weiss, dass selbst als Christen wir immer noch umkehren, wir immer noch Fehler machen. Aber ich kann euch sagen, es gibt noch eine dritte Option, wo weder ist, ich bleibe einfach so, wie ich bin, ich meine, es gehört zu mir, und weder ist, ich muss mich verdammen und selbst verdammen und versuchen, mich irgendwie selber zu retten. Und die dritte Option wollen wir heute Abend zusammen anschauen. Die Bibel anerkennt, dass wir sündigen, selbst wenn wir noch Christen sind. Aber das heisst nicht, dass wir einfach so weitermachen sollen. 1. Johannes 2,1 sagt er, meine Kinder, Bambini, Bambini, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Okay? Es heißt, damit ihr nicht sündigt. Die Bibel geht davon aus, eigentlich sollte euer Leben frei sein. Solltet strahlen wie Sterne im Himmel. Aber wenn jemand doch eine Sünde begeht, wenn es dir doch einmal passiert,
Ja, was ist dann? Verdammnis? Verstecken? Akzeptanz? Was ist, wenn ich doch eine Sünde begann? Und dann kommt das Störchen. Haben wir einen Anwalt, griechisch Parakletos, der beim Vater für uns eintritt? Wir haben einen Anwalt, eine juristische Person. Seit dem Johnny Depp und Amber Heard fing, weiss jeder, was ein Anwalt ist. Lange Haare, braun, Frau, nein. Aber ein Anwalt ist jemand, der sich für eine Person einsetzt, vor dem Gericht. Und wer ist die Person, die sich für dich und mich einsetzt? Niemand anders als Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat. Er stellt sich auf meine Seite. Er bleibt nicht aussen rum, sondern er kommt mitten drin in meinem Schlamassel und setzt sich für mich ein. Und Jesus ist der Einzige in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt, der überhaupt die Vollmacht hat, der überhaupt in Frage wird kommen, um mich vor Gott zu vertreten. Warum? Weil er eben nicht fern ist, sondern, wie Hebräer 4,15 sagt, Jesus ist einer, der uns in unserer Schwachheit, ist nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde bleibt. Jesus kann sich für mich einsetzen, weil er genau weiss, wie ich mich fühle, weil er genau weiss, welche Versuchungen, welche Schwachpunkte ich kann, weil er genau das auch erlebt hat, weil er auch enttäuscht worden ist von Freunden, weil er auch verletzt worden ist, weil er auch verlockt worden ist durch Macht, durch Reichtum, durch ihn zu erheben, durch Menschenanerkennung. Er ist all dem auch exposed gewesen. Aber sein Unterschied ist, er hat dem widerstanden und ist ohne Sünde geblieben. Und er, der Gerechte, er, der ohne Sünde war, hat sich entschieden, für die Sünde von allen zu zahlen. Wir lesen noch weiter im 1. Johannes 2, Vers 2, der Unterteil. Er, der nie etwas Ungerechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Sühneopfer, das Wort ist sehr alt, sehr altmodisch. Aber es deutet hin, dass etwas hat wieder gut gemacht werden. Und das ist nur gegangen, das, was wieder hat gut gemacht werden musste, unsere Schuld ist nur gegangen, indem jemand, der schuldlos war, sich hergegeben hat für dich und mich. Und in dem Vers geht es nicht darum, dass alle automatisch gerettet sind und im Himmel sind und so. Da geht es nicht um Allgemeinversöhnung. Sondern der Vers zeigt, hey, in dem Moment, wo Jesus gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist, an dem hat sich die Weltgeschichte geändert. Weil jetzt haben alle Nationen, alle Völker, alle Background, jung, alt, Frau, Mann, was es auch immer gibt, die ganze Schöpfung ist sogar inbegriffen, hat die Möglichkeit zur Erlösung, hat die Möglichkeit, zum Jesus als seinen Retter zu erfahren und so gerechtfertigt sein vor Gott und so rein vor ihm sein. Und das, was spannend ist, das Wort Anwalt, das ist im Griechisch heißt es Parakletos und das kommt im Neuen Testament, kommt das Wort Parakletos 5-mal vor. Eins ist da und die restlichen 4-mal ist im Johannes 14-16. Und jedes Mal wird das beschrieben, um den Heiligen Geist, sein Wirken, das, was er macht, zu beschreiben. Und Parakletos wird auch beschrieben als der Tröster, als der Beistand, als der, der in alle Wahrheit führt, als der, der nahe ist. Das heisst, er als mein Anwalt, Jesus als mein Anwalt, er tröstet mich auch in meinem Versagen. Er steht mir bei, auch
in dem. Er führt mich in alle Wahrheit. Er zeigt mir, wie ich anders handeln kann. Und was ich, Jesus ist einfach Wahnsinn. Du kannst nie genug über ihn predigen, weil das, was mich fasziniert, ist, dass er unverändert ist. Wir lesen in den Evangelien, wie er sich für die Schwachen einsetzt, für die Armen, für die Sünder, sein Leben gibt. Und genau diese Attitude, das Verhalten für die Menschen, für die Schwachen, das hat sich jetzt, wo er auferstanden ist und er auf der rechten Seite von Gott sitzt, hat sich nicht geändert. Hebräer 7,25 sagt, und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Also wenn du das Bild von Jesus hast, dass er auf dem Thron Gottes sitzt, die Beine auf und sagt, bring mal ein bisschen Lieder und so, dann muss ich dich enttäuschen, es ist nicht so. Sondern er ist aktiv dran, für dich und mich zu beten, vor Gott einzutreten und zu sagen, hey, Stefania, hast du sie gesehen? Wow, wow. Sie hat versagt, aber hey, es ist in Ordnung. Warum? Weil sein Opfer ist vollkommen. Vollkommen heisst, es gibt keinen Fehler, es gibt keine Sünde, es gibt nichts, wo Jesus nicht erlösen könnte, wo Jesus nicht brechen könnte, wo Jesus nicht dich von dem befreien könnte. Weil er ist vollkommen. Er ist bis ans Äußerste gegangen. Und das ist wie seine Gerechtigkeit, die da ist und die da steht. Und er, der ewig lebt, nimmt diese Gerechtigkeit und steht so vor Gott her. Und darum sagt Römer 8, 34, sage ich nachher, ich zeige euch zuerst das. Sagt er, wer wird es noch wagen, Anklagen gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Ist da noch jemand? Sind da noch meine Selbstzweifel? Sind da vielleicht sogar der Feind, der Teufel? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Das ist das, was Jesus macht. Das heisst, wenn Sachen mir angeschossen werden, wenn mich Gedanken wollen, fertig machen, wollen machen, dass ich versteckt bin, dann ist seine Gerechtigkeit ist die, die vor mir steht und sagt, ich habe schon gezahlt. Für all das habe ich schon gezahlt. Und ich stand gerecht vor Gott. Es gibt nichts, was mich treffen könnte. Versteht ihr? Das ist das. Das ist, wenn wir sagen, ich kann es nicht selber, aber Jesus mit seiner Gerechtigkeit, er hat es vollbracht. Und ich zeige euch noch das Zitat von John Calvin, einer von unseren Reformatorenvätern. Er erklärt so, er sagt, Christus lenkt die Augen des Vaters auf seine eigene Gerechtigkeit, um seinen Blick von unseren Sünden abzuwenden. Er versöhnt das Herz des Vaters so mit uns, dass er uns durch seine Fürbitte einen Weg und Zugang zum Thron des Vaters bereitet. Das heisst, wenn ich komme mit meinen Sachen, egal wie gross oder wie klein sie sind, dann muss ich sie nicht schönreden, ich muss sie nicht entschuldigen, ich muss sie nicht wegargumentieren, ich muss sie auch nicht akzeptieren als einfach ein Teil, der zu mir gehört. Sondern ich kann sie nehmen und zu dem Kreuz gehen. Und ich kann sie so, wie sie sind, da ablecken und lassen. Weil Jesus sagt, das ist das, was du bekommst. Meine Gerechtigkeit. Du bist vor Gott heilig. Du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Und ich selber bin der, der in dir den Wunsch weckt, ein gottgefälliges Leben zu führen.
Ich bin der, der die Frucht in deinem Leben bewirkt. Philipper 2,13 verspricht uns, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Er wirkt in uns, der Wunsch kommt von ihm. Und wenn ich versage, weil ich wird versagen, kann ich wissen, ich muss mich nicht verstecken, ich muss mich nicht verdammen. Ich muss es auch nicht akzeptieren und schönreden und sagen, ja, es ist halt so. Sondern ich kann das nehmen, so wüst, so traurig, so schmerzhaft, dass es ist, an dem Kreuz herlegen und seine Gerechtigkeit annehmen. Und dann fange ich an zu realisieren, Jesus ist tatsächlich für mich. Weil wenn ich nicht zu ihm beten kann, dann ist er der, der für mich betet. Er ist der, der im Riss steht und was Unmögliche möglich macht.